Grüß Gott, meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, ich begrüße Sie ganz herzlich aus den Räumlichkeiten der Arnsteiner Brauerei zur Auslosung des ersten Herzog Cup, ein Fußballturnier für Mannschaften der unterfränkischen Region. Wir haben, und da freue ich mich ganz besonders, für diese Auslosung zum Ziehen einen Fußballprofi gewinnen können, den Manuel Winzheimer vom Hamburger Sportverein, ein Arnsteiner Urgestein. Die ersten Tritte gegen den Ball hier in Arnstein unternommen, dann der Weg über die Ausbildung beim FC Bayern München nach Hamburg und heute zurück zu den Wurzeln. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass Sie die Auslosung gleich vornehmen werden und wünsche schon mal für das Turnier spannende Spiele. So, liebe Sportfreunde, wir werden jetzt im Anschluss mit Herrn Winzheimer die Gruppenauslosung für den Herzog Cup am 6. Juli beginnen. Ist aufgeteilt in 4 Gruppen, a 5 Mannschaften. Herr Winzheimer wird dann jetzt beginnen mit der Auslosung. Wir fangen mit der Gruppe A an. Herr Winzheimer wird aus jedem Topf dann eine Mannschaft ziehen und dementsprechend geht es dann so weiter. Fangen wir mal an mit Losdorf 1 an. Das wird der TSV Garburg sein. Gruppe A. Höchste Mannschaft mit Landesliga, was am Herzog Cup teilnehmen wird. Erste Mannschaft, Gruppe A. Jetzt kommen wir zur zweiten Mannschaft. Es wird der FSV Zellingen sein. Kommt auch in Gruppe A rein. Kreisklassenverein. Zeutzleben ist noch der nächste Verein der Gruppe A. Auch die nächste Kreisklassenmannschaft. JK Reutlingheim, Heilbronnbach. A-Klassenmannschaft. Jetzt kommen wir zum letzten Verein in der Gruppe A. TV Würzburg. Auch der letzte A-Klassenverein und somit die Gruppe A vollständig. Gruppe B, SV Heidingsfeld. Erste Mannschaft, Gruppe B, Kreisligaverein. FV Langenbrotzelten Neundorf. Zweite Mannschaft aus der Kreisklasse. SV Waldbrunn. Nächste Kreisklassenmannschaft. SG Laudenbach-Himmelstadt. A-Klassenmannschaft. Würzburger FV. Nächste große Mannschaft aus der Region Würzburg. Somit Gruppe B abgeschlossen. Gruppe C fangen wir jetzt an. Mit FV Karlstadt. Erster Verein, Bezirksligamannschaft. Der
Der erste FC Arnstein. Heimatverein von Herrn Manuel Winsheimer. TSV Grombühl. Nächste Kreisligamannschaft. FC Tümmel. FC Elbershausen. So, somit auch Gruppe C vollständig. Kommen wir nun zur letzten Gruppe D. Die erste Mannschaft ist die JK Rettstadt. Rettstadt auch Kreisklassenmannschaft. Kreisliga, Entschuldigung. SV Maidbronn. Nächste Kreisligamannschaft. Würzburger Kickers. FV Stetten Binsfeld-Müdesheim. Und zur letzten Mannschaft DJK Kramschatz. Gut, somit haben wir alle Gruppen vollständig für den Herzog Cup. Wir fangen mal an mit der Gruppe A. Ist der TSV Kalburg, der FSV Zellingen, TSC Zolzleben, die DJK Reuchleimer-Grumbach und TV 73 Würzburg bilden Gruppe A. Gruppe B ist der SV Heidingsfeld, FV Langbrozell-Neuendorf, der SV Waldbrunn, die SG Laudenbach-Himmelstadt und der Würzburger Fußballverein. Gruppe C führt an der FV 1920 Kaltstadt, dann der FC Arnstein, TSV Grombühl, FC Tüngen und der erste FC Elfershausen. Und last but not least, Gruppe D ist die DJK Rettstadt, der SV Maidbronn, die Würzburger Kickers, der FV Stettenbinsfeld-Müdesheim und die DJK Kramschatz. Ja, damit freuen wir uns auf spannende Spiele, einen tollen Tag hier in Arnstein und bedanken uns bei unserem prominenten Gast, Herrn Winsheimer. Ihnen wünschen wir natürlich persönlich alles Gute, viel Erfolg und den Aufstieg mit dem HSV in die Bundesliga. Würde uns freuen. Vielen Dank nochmal. Ja. Vielen Dank.